Mein Name ist Jens Hausner und ich bin Sprecher der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz. Zusammen mit dem Bündnis Pödelwitz bleibt und mit dem Bündnis Alle Dörfer bleiben, kämpfen wir mit den Menschen von Pödelwitz, denn dort will das Bergbauunternehmen Mibrag nur aus Gründen der Gewinnmaximierung für seine Anteilseigner einen Braunkohletagebau erweitern. Dieser Tagebau hat schon jetzt ohne die Inanspruchnahme von Pödelwitz eine genehmigte Laufzeit bis 2040. Obwohl Deutschland schon bis 2038 aus der Braunkohle ausgestiegen sein muss, unterstützt die Landesregierung von Sachsen die unsinnigen Pläne des Mibrag-Konzerns, zusätzlich weitere Dörfer abzubaggern. In allen deutschen Kohlerevieren, im Rheinland, im Leipziger Revier und in der Lausitz, wollen die Kohleunternehmen LEAG, Mibrag und RWE ungehemmt weiter Braunkohle abbauen. Das hat aber bereits jetzt massive Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen im globalen Süden. Deutschland ist mit hauptverantwortlich für den Klimawandel, denn Deutschland verbrennt weltweit die meiste Braunkohle. In Indien kämpfen Menschen mit Waffengewalt um Trinkwasser. In Afrika verhungern jetzt schon hunderttausende Menschen, weil Landwirtschaft in vielen Gebieten nicht mehr möglich ist. Bangladesch, ein Land halb so groß wie Deutschland, aber mit der doppelten Bevölkerung, droht aufgrund des Meeresspiegelanstieges zur Hälfte vollständig im Meer zu versinken. Mosambik wurde in den letzten Monaten von verheerenden Wirbelstürmen heimgesucht und Millionen Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Wir vom Bündnis Pödelwitz bleibt und das deutschlandweite Bündnis Alle Dörfer bleiben, setzen uns darum, nicht nur für den Erhalt der in Deutschland vom Kohleabbau bedrohten Dörfer ein, nein, wir setzen uns für den Erhalt der Lebensgrundlagen aller Menschen auf diesen unseren Planeten ein. Die Politik muss auch in Deutschland endlich erkennen, dass grenzenloses Wirtschaftswachstum und Gewinnmaximierung für Aktionäre zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen führt. Unser Denken darf nicht an Ländergrenzen enden. Niemand hat ein Privileg auf eine besondere Lebensqualität. Wir sind alle gleich, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion und egal welcher Nationalität wir angehören. Wir lassen uns nicht spalten. Denn wir sind unteilbar, nicht bloß in Deutschland, sondern weltweit. Solidarische Grüße soll ich von der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz ausrichten. Diese sieht sich als fester Bestandteil von unteilbar. Danke, dass ich auf diesem Wege zu euch reden durfte.